interessant. Es war einmal ein Land. Dort waren alle Menschen sehr glücklich. Alle jungen Mädchen bewunderten den gut aussehenden Sohn der Königin und des Königs. Der junge Prinz war groß und schlank, hatte grüne Augen und schwarze Haare. Dazu war er sehr warmherzig. Der König und die Königin hatten ihn sehr gut erzogen. Als der Prinz zu einem jungen Mann heranwuchs, wurde er ein versierter Reiter und Schwertkämpfer. Dazu konnte er sehr gut lesen und Klavier spielen. Aber leider war er in allen Dingen ein Perfektionist. Daher fand er keine, die er lieben oder geheiraten wollte. Mutter, das Mädchen, das ich heiraten werde, muss eine echte Prinzessin sein. Sie muss sensibel und höflich sein. Außerdem muss sie gute Manieren haben. Sie muss von innen und außen her strahlen. Sie muss eine bezaubernde Stimme haben und soll mit mir singen, wenn ich Klavier spiele. Allerdings, sie muss auch jemand sein, der an die Interessen ihres Landes denkt, der allen hilft und faire Entscheidungen trifft. Du hast so recht, Mutter. Sie sollte auch tierlieb sein und Tiere beschützen. Da es in ihrem Land keine Prinzessin mit diesen Eigenschaften gab, beschloss der junge Prinz, seine Prinzessin in anderen Ländern zu suchen. Die Prinzessin, die er im ersten Land kennenlernte, war ein sehr schönes Mädchen. Aber eines Tages, als sie im Garten spazieren gingen, sahen sie einen kleinen Welpen unter einem Baum sitzen. Die Prinzessin fing plötzlich an zu schreien. Bah! Nehmt dieses schmutzige Tier und werft es raus! Ich will es nicht in meinem Garten sehen! Ihre Stimme war so barsch und einschüchternd, dass die Wache sofort herbeieilte und ihrem Befehl Folge leistete. Nein, so ein Verhalten ist inakzeptabel. Jemanden so grausamen kann ich nicht heiraten. Höflich verabschiedete er sich von ihr und reiste in ein anderes Land. Nach der langen Reise wollte er sich im Gasthaus des Palastes ausruhen, bevor er die Prinzessin traf. Plötzlich weckte ihn eine schreckliche Stimme, aber er konnte nicht sagen, woher sie kam. Hey, ihr Faulpelze! Ich spreche mit euch! Wo ist mein Kuchen? Ein bisschen schnell! Bringt mir jetzt sofort meinen Kuchen! Ach du meine Güte, wo kommt nur diese Stimme her? Er folgte der Stimme und spinkste hinter der Tür in das Speisezimmer. Dort saß eine Prinzessin an einem mit Süßigkeiten und Desserts überfüllten Tisch und schrie die Diener an, während sie sich weiter vollstopfte. Was habe ich gesagt? Warum bringt ihr mir nicht den Kuchen, den ich wollte? Der, den ich gegessen habe, war nicht gut. Schnell, bringt mir den neuen und dann raus. Als der Prinz dies sah, verließ er umgehend den Palast, bevor er die Prinzessin getroffen hatte. Er wollte niemanden heiraten, der seine Diener so schlecht behandelte. So reiste er in das dritte Land, um dort sein Glück ein letztes Mal zu versuchen. Die dritte Prinzessin, die er traf, mochte er auf den ersten Blick. Sie ist bezaubernd, aber ich kann mich nicht direkt entscheiden. Ich muss noch mehr über sie herausfinden. So kam es, wie er es befürchtet hatte. Nach einiger Zeit lernte er sie kennen. Sie war auch nicht das Mädchen, das er suchte. Sie war eine egoistische Angeberin und redete, ohne ein Ende zu finden. Mein Vater ist ein sehr mächtiger König. Selbst wenn sie mir die ganze Welt geben, würde ich mir mehr wünschen. Außerdem bin ich bildhübsch. Ich will auf meinem Thron sitzen und alle um mich herum sollen meine Sklaven sein. Der Prinz war entsetzt und sprachlos, als er diese Worte hörte. Dieses schöne Mädchen kann auch nicht meine Prinzessin sein. Das Mädchen, das ich heiraten möchte, sollte nicht so arrogant sein. Sie sollte demütig und nicht materialistisch sein. Traurig kehrte er in sein Land zurück. Seine Mutter sah, wie unglücklich ihr Sohn war und versuchte, ihn zu trösten. Sei nicht so traurig, mein Sohn. Eines Tages wirst du das Mädchen deiner Träume finden. Eines Nachts, bei einem schrecklichen Sturm, klopfte jemand an die Tür des Palastes. Der Butler, der die Tür öffnete, war sehr überrascht, ein so schönes Mädchen in diesem Sturm zu sehen. Hallo, ich bin die Prinzessin des Nachbarlandes und das ist mein Diener. Das Rad unserer Kutsche ist gebrochen. Dürfen wir Ihre Gäste sein und könnten wir unsere Pferde unterstellen, bis unsere Kutsche repariert ist?
Sie wurden sofort beim König angemeldet. Natürlich stimmte der König zu, sie angesichts der schweren Witterungsbedingungen als Gäste zu haben. Die Prinzessin war zwar durchnässt und zitterte, jedoch gefiel der Königin die Prinzessin. Bitte setzt euch an den Kamin. Ich lasse euch trockene Kleidung bringen. Ihr solltet etwas essen und euch ein wenig ausruhen. Ich bin mir sicher, dass alles besser sein wird, wenn ihr aufwacht. Die Prinzessin wechselte ihre Kleidung und kam die Treppe hinunter, um etwas zu essen. Der Prinz hörte, was passiert war und wollte die Gäste kennenlernen. Ich bedauere eure Umstände. Bitte macht es euch bequem. Ihr könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Vielen Dank, lieber Prinz. Ich habe eine Bitte. Meine Pferde müssten gut versorgt werden. Ihnen erging es so schlecht bei diesem Wetter. Oh, und mein Diener sollte gut schlafen können. Armes Ding. Er hat so hart versucht, die Kutsche zu reparieren. Ich möchte nicht, dass er krank wird. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde alle Ihre Bitten weiterleiten. Ruhen Sie sich jetzt aus. Der Prinz mochte die Prinzessin wirklich und flüsterte seiner Mutter ins Ohr. Mutter, könnte sie die Prinzessin sein, auf die wir gewartet haben? Ich frage mich, ob die Dinge, die sie uns gesagt hat, wahr sind. Sie ist genauso freundlich wie schön. Vielleicht, mein Sohn. Aber mal sehen, ob sie eine echte Prinzessin ist. Wir werden es heute Abend herausfinden. Die Königin fasste schnell einen Plan und ließ 7 Matratzen übereinander legen, auf denen die Prinzessin schlafen sollte. Unter die letzte Matratze legte sie eine Erbse. Ihr Zimmer ist fertig, Prinzessin. Ihr könnt euch jetzt ausruhen. Vielen Dank, Ihre Hoheit. Gute Nacht. Morgens beim Frühstück begann die Königin ein Gespräch mit der Prinzessin. Guten Morgen, Prinzessin. Habt ihr gut geschlafen? Obwohl das Bett bequem schien, fühlte es sich an, als hätte ich einen riesigen Felsen unter meinem Rücken. Leider konnte ich gar nicht schlafen. Als die Königin dies hörte, gab sie dem Prinzen ein Zeichen, ohne dass die Prinzessin dies bemerkte. Nach dem Frühstück gingen der Prinz und die Prinzessin im Garten ein wenig spazieren. Die Prinzessin erzählte ihm von ihrem Land und ihrer Familie. Sie hatte wunderbare Pläne für ihr Land. Während sie so durch den Garten schlenderten, sahen sie ein Kätzchen. Die Prinzessin hob es liebevoll auf und setzte es an einen sicheren Ort. Ist das nicht ein schönes Tier, mein Prinz? Als sie in den Palast zurückkehrten, setzte sich der Prinz an das Klavier und begann zu spielen. Die Prinzessin begleitete ihn. Ihre Stimme war so melodiös, dass ihnen alle im Palast mit Bewunderung lauschten. Der Prinz, der die Prinzessin vom ersten Moment an gemocht hatte, glaubte nun, dass er die Prinzessin seiner Träume gefunden hatte. Nach ein paar Tagen war es Zeit für die Prinzessin, in ihr Land zurückzukehren. Mein Prinz, danke für alles. Du warst ein großartiger Gastgeber für mich, mein Knecht und auch für meine Pferde, aber ich muss zurück in mein Land. Der junge Prinz wollte nicht, dass sie ihn verließ. Er war sich sicher, dass sie das Mädchen war, das er gesucht hatte. Und so war er sich mit der Königin und dem König einig, dass er um ihre Hand anhalten sollte. Mutter, Vater, ich bin sicher, ihr denkt das Gleiche. Dieses Mädchen ist eine echte Prinzessin. Sie gibt keine Befehle und ist höflich zu ihren Dienern und bedankt sich auch bei ihnen. Sie liebt alle Geschöpfe, sie ist höflich, gutmütig und schlau. Ich bin mir sicher, dass sie die eine ist. Mein Sohn, wann du möchtest, werden wir in ihr Land reisen und ihrem Vater um seine Erlaubnis zur Heirat bitten. Der Prinz, der vom König und der Königin die Zustimmung erhielt, hielt um die Hand der Prinzessin an. Eigentlich gefiel auch der Prinzessin der Prinz auf den ersten Blick. Ihre Liebe wuchs weiter, während sie Zeit miteinander verbrachten. Als der Prinz ihr einen Ring ansteckte, nahm die Prinzessin den Antrag glücklich an. Die Feier dauerte 40 Tage und 40 Nächte. Seit diesem Tag lebten der Prinz und die Prinzessin glücklich bis an ihr Lebensende. Hallo Leute, abonnieren Sie unseren Kanal Kondo-san und schauen Sie sich die beliebtesten Märchen, Kinderlieder und Zeichentrickfilme an. Vergessen Sie nicht, auf das Glockensymbol zu klicken, um Benachrichtigungen von uns zu erhalten.